Energiewende und Klimaschutz können nur mit einem starken Ausbau der Windkraft gelingen. Doch vielerorts fehlt dafür die Akzeptanz. Die Menschen identifizieren sich nicht mit der Windkraft. Sie finden sie störend und lehnen sie am Ende ab, was eine der Hauptursachen für den derzeit schleppenden Ausbau der Windkraft ist. Ein Schlüssel, diesen Teufelskreis zu durchbrechen, ist die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern vor Ort am Bau der Windkraftanlagen und an deren Erträgen. Die Stadt Coesfeld zeigt eindrucksvoll, wie es gelingen kann, im Zusammenspiel von Stadtwerken und Menschen vor Ort die Akzeptanz der Windkraft deutlich zu steigern. Am Ende profitieren alle davon: die Stadtwerke, die Bürgerinnen und Bürger der Stadt und alle, die finanziell am Windpark beteiligt sind. Ja, das Ganze schon ein paar Jahre hat das schon Historie im Bauch. Seinerzeit hatten die Landwirte, die die Grundstücke hier im Letterbruch in großen Teilen besitzen, eine Initiative ergriffen und waren sehr schnell auf uns als Stadtwerke zugekommen. Es haben sich Flächeneigentümerinnen und Flächeneigentümer zusammengetan und haben sich überlegt, was man noch mit der Region tun kann, welche Geschäftsfelder sich vielleicht auch anschließen können an die klassische Landwirtschaft. Und daraus ist dann mit Gespräch mit der Stadt Coesfeld raus entstanden, oh, vielleicht könnte man ein größeres Windgebiet entstehen lassen. Und aus ursprünglich 1-2 Anlagen ist dann halt mal ein Park mit 13 entstanden. Wir haben letztlich diverse Akzeptanzelemente im Projekt angelegt. Auf der einen Ebene die Grundstückseigentümer und direkten Anwohner, die als eine große Gruppe am Projekt beteiligt sind. Das Zweite ist, wir haben einen großen Teil des Kapitals eingeworben über kleinteilige Darlehen zwischen 500 und 25.000 Euro, sodass insgesamt mehr als 400 Bürgerinnen hier aus der Region am Erfolg eben auch darüber beteiligt sind. Und letztlich sind wir als Stadtwerke ein 100% kommunales Unternehmen. Deswegen, wenn wir dort Erfolge haben, dann fließen die auch zurück in die Gemeinschaft. Wir haben das große Glück, dass ein Teil des Gewinns jedes Jahr an die Bürgerstiftung überführt wird und damit eben kulturelle und soziale Projekte in unserer Stadt umsetzen kann. Und das wird mittlerweile von den Letteraner sehr dankbar angenommen. Da gibt es viele kleine Momente, in denen man einfach erkennt, wir können hier ein Stück weit als Vorzeigemodell auch in die Region und darüber hinaus wirken. Persönlich habe ich mitgenommen, dass Beteiligung immer richtig ist. Wir sind jetzt bilanziell stromautark, also können 200% der Energie im Schnitt im Jahr vor Ort produzieren. Wir machen weiter, das klappt hier gut. Wir haben tolle Modelle gefunden, die einfach erfolgreich sind. Hände in den Schoß legen ist überhaupt nicht unser Thema, sondern auf den Erfolgen aufbauen und darüber neue Projekte möglich machen. Das passiert aktuell. Grundsätzlich ist Windenergie ein zentrales Element im ganzen Spiel. Und den Rest würde ich sagen, gucken wir mal, wie sich die weiteren Gesetzgebung verhält. Vielleicht findet sich ja noch mal eine Lösung, dass man sagt, komm, man macht doch mal was, wo auch die Bürger ihren Spaß dran haben. Man schaut sich in die Augen und wird sich einig und dann geht's auch voran. Windenergie, CO2-neutral und zukunftsfähig. Deutschland gewinnt.